Tendenz. Bei Remscheid geht es nach ganz brauchbarem Start abwärts, 5 Spiele ohne Sieg. Und bei Homburg nach verkorkstem Beginn geht es aufwärts, zuletzt 2 Siege in der Meisterschaft und im Pokal ist man eine Runde weiter. Das alles ist nicht zuletzt ein Verdienst von Michael Hubner. 24 Jahre ist er alt, ist aus Bochum gekommen, ist dort ausgeliehen nur, traf im Pokal und zuvor schon 11 Mal in Spielen um die Meisterschaft oder um den Aufstieg. Fazit, wer gegen Homburg nicht verlieren will, der muss Hubner ausschalten. Jürgen Bergner zum Spiel. Ja, und von Michael Hubner allerdings war zunächst nichts zu sehen. Homburg sehr defensiv eingestellt, der FC Remscheid ganz in Weiß bestimmte von Beginn an das Spiel. Das ist der Kapitän Carsten Pröpper und dann Viktorias Bridaitis. Er bestreitet am Mittwoch gegen Dänemark sein erstes Länderspiel für Litauen. Bridaitis ist einer der Leistungsträger beim FC Remscheid. Und das ist Hans-Ulrich Thomale, letzte Saison noch in Kassel. Er löste Gerd Schwickert als Trainer ab, heute zum 5. Mal auf der Bank bei Hamburg. Eine Viertelstunde gespielt, die erste Ecke und Achim Hausen auf der Linie, Cardoso. Detlef Pfirsich, Remscheids Trainer, seine Mannschaft ja seit 5 Spielen ohne Sieg. Hier noch einmal Hausen Kopfball und Cardoso auf der Linie. Das Spiel danach sehr zerfahren, viele Fouls, viele Unterbrechungen. Erst in der 35. Spielminute wieder eine Möglichkeit, erneut für Remscheid. Heiko Glöde vertändelt, heute für Glöde sein erstes Spiel für Remscheid. Pikanterweise war auch Homburgs Präsident Manfred Ommer hier im Bild an ihm interessiert. 0:0 zur Halbzeitpause vor 2000 Zuschauern, die sahen nach dem Seitenwechsel wenigstens etwas besseren Fußball. Und es waren wieder die Gastgeber mit den besseren Möglichkeiten. Das ist Carsten Pröpper, der Mann mit dem berühmten Namen. Aber er trifft auch hier nicht. 14 Treffer haben die Remscheider ja bisher erst erzielt, das weiß man auch warum. Und nach einer Stunde dann erneut eine Möglichkeit für Remscheid. Hausen ist das und dann hält Finke den Fuß drauf, indirekter Freistoß, die Entscheidung korrekt. Ausführen wird den Freistoß Heiko Glöde. Ja, auch das war nichts. Glöde durfte danach duschen gehen. Sein Debüt damit beendet. Nach 65 Minuten dann die erste Chance für Remscheid. Rodolfo Esteban Cardoso auf Sergio Silvano Marciel. Das Argentinien-Duett, der eingewechselte Marciel. Er hatte gleich 3 Möglichkeiten in 6 Minuten. Ja, und der zweitbeste Sturm der zweiten Liga. Hier kommt der Neueinkauf. Er soll bereits in den nächsten Spielen auflaufen und vielleicht alles besser machen. Die letzte Möglichkeit in diesem Spiel hatte noch einmal Remscheid, der eingewechselte gemein. Es war es, das einzig Positive. Beide Mannschaften spielten endlich mal zu Null. Für die Fans alles andere als bärig. 0:0, Manfred Ommer mit seiner Meinung zum torlosen Lichtereignis. Ich meine, grauenhaftes Spiel. Aber Gott, wenn man auswärts einen Punkt macht, ist man natürlich zufrieden. Aber die Zuschauer müssen einem schon leid tun, bei dem, was da gespielt worden ist. Manfred Ommer, wie man ihn kennt, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und er sagt lieber die Wahrheit, als sich taktisch zu verstecken. Es gab noch 2 andere Ergebnisse. Dazu der Überblick hier, Oldenburg gegen Leipzig 3:3 und Rostock gegen Unterhaching 4:1. Tabelle, Freiburg hat auch einen Punkt verloren, aber Duisburg 2. 2 Zähler vor dem MSV, einen weiteren Punkt dahinter, jeweils Rostock und Köln. Dann kommen gleich 4 mit 18:12, Leipzig, Mainz, alle Achtung, Meppen und Mannheim. Der VfL Osnabrück mit einer guten Serie, 17:13. Dann geht es im Dreierrhythmus weiter. Homburg, Jena, Oldenburg, Wolfsburg, Hannover, Chemnitz, Wuppertal, Hertha und St. Pauli. Hamburg macht man sich so ein paar Gedanken. Dann Braunschweig, Remscheid mit 12:18. Dahinter Kickers, Düsseldorf, Unterhaching und auch Darmstadt. Ein Spiel gewonnen oder verloren.